Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. Der Herr Jehova hat über das Treffen gesprochen, welches bevorstehend ist in Bomet. Das sehr, sehr massive, super glorreiche, historische Bomet-Erweckungstreffen. Es wird solch ein enormes Treffen sein. Nur einige Minuten zuvor sah ich Krüppel, dessen Beine total verkrüppelt waren und aufstehend und losgehend und kann gehen. Sehr chaotisch. Es wird sehr groß sein. Eine sehr große Feier dort. Und die Krüppel stehen auf in allen Richtungen. Von allen Richtungen. Wisst ihr, und es wird sehr massiv sein, es wird sehr überwältigend sein. Sogar einige Minuten zuvor ging ich zu diesen Krüppeln und als ich dort erschien, die Herrlichkeit hat die Krüppel berührt, sie sind aufgestanden und es war massiv. Es war eine sehr chaotische Situation dort. Irgendwie die Feiern in Bomet, sogar während der Herr mir von hier das zeigt. Ich war total schockiert. Sehr enorm. Es gibt sehr viel Klappen und Applaudieren, sehr viel Applaus für den Herrn gibt es dort. Mehr als all die anderen Treffen, die wir jemals hatten. Jedes Mal, wenn ein Krüppel aufsteht, wird es sehr viel Klatschen geben. Es hat mich sehr geschockt, die Stufe des Klatschens. Sehr viel Applaus wird dort dem Herrn gegeben. Jeder Krüppel steht auf, wo die Krüppel aufstehen. Massives Klatschen, massiv. Ich habe noch nie solch ein Treffen gesehen, wo alle Leute zu dem Herrn klatschen. Der Herr hat dies für mich betont. In anderen Worten, der Herr sagt, dass jeder Krüppel, der aufsteht, möchte der Herr, dass sie für Jesus applaudieren, sehr massiv. Für ihn applaudieren, Jahwe, sehr, sehr massiv, während er alle Krüppel erhebt. Und wenn er seine Propheten nahe zu ihm bringt, dann stehen sie auf und gehen los. Und es wird sehr viele chaotische Szenen geben, denn es gibt Krüppel, die können gehen von jeder Richtung, von jedem Ort. Und dann hat er mir auch gezeigt, die Bibelkonferenz, der 13. Internationale Konferenz der Pastoren und Diener des Wortes. Und der Herr hat mich vorbereitet, beeilt mich, geh jetzt zu ihnen hin, geh und sage ihnen, der Messias kommt. Nun, dann bin ich dort schnell hingegangen, nachdem ich die Stimme des Herrn gehört habe, geh und sage ihnen. Ich sah sehr viele Leute, die dort gesessen haben und dies ist die Konferenz, die stattfinden wird im Stadion. Dies ist der dritte Tag, die Konferenz der Pastoren und Diener des Evangeliums. Deswegen haben wir Pastoren, sie kommen vom Ausland und sehen ja, oberste Pastoren vom Ausland kommen. Nun, dies ist eine sehr mächtige Zeit. Der Herr hat mit mir darüber gesprochen, über das Treffen, welches nach Bomet kommt. Sehr, sehr mächtiges, kraftvolles Treffen, sehr massiv. Sogar die Herrlichkeit, die der Herr dort ausgießen wird, wenn die Krüppel gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Stummen sprechen, HIV gelöscht, Leukämie, Diabetes, Nierenversagen total verheilt. Ich meine, dies wird sehr massiv sein, ein sehr massives Treffen. Und nun, der Herr hat mir bereits gezeigt, einige Minuten zuvor ging ich sehr nahe zu einem Krüppel, der aufgestanden ist. Und die Beine haben sich weggedreht, sind aufgestanden und haben angefangen können gehen. Viele Krüppel werden aufstehen und gehen in diesem Treffen. Und die Bischöfe müssen sich sehr gut vorbereiten, die Mikrofone. Und die Pastoren, wir sind gerade zurückgekommen von Nakuru Meningai 5. Und Nakuru Meningai 5 war sehr, sehr massiv gewesen. Und dann, jetzt haben wir Bomet hier und Elfenbeinküste ist auch um die Ecke. Es wird sehr, sehr beschäftigte Zeit sein. Wir müssen uns beeilen. Es gibt sehr viel Druck jetzt. Sehr viel Druck von oben. Jetzt gerade sehr, sehr ernster Druck, um zu laufen. Es sieht so aus, als wenn die Zeit vorbei ist, ausgelaufen ist. Die Zeit ist total vorbei. Total, total. Es erinnert uns daran, an den Besuch auf dem Berg, wo wir gekommen sind und zu ihm gesprochen haben.
Und wir wurden verherrlicht und wir haben ihm gesagt, geh und mach das, vollbringe das Werk, beende es, der Weg wurde vorbereitet, geh und beende das Werk an diesem Berg der Verklärung. Und dann jetzt, nochmals jetzt, ein zurückkehrender Besuch 3 Tage zuvor. Ich möchte nicht den Rest mitteilen, ihr könnt es jetzt selber sehen. Nun, die Zeit ist ausgelaufen. Bomet wird sehr, sehr massiv sein. Danach haben wir die Elfenbeinküste. Wir müssen jetzt anfangen, über den Globus zu laufen, denn die Zeit ist vorbei. Der Messias kommt. Vielen Dank.